Sodele. Nun zeige ich euch mal, wie ein Update abläuft beim Tesla Model 3. Ich habe vorhin auf meiner App, meiner Tesla App, eine Meldung bekommen, dass ein Update bereitsteht. Und jetzt bin ich ins Auto eingestiegen und erhalte folgendes Bild. Jetzt kann ich hier sagen, also, dass ich das jetzt installieren will oder eine Zeit anstellen, wie viel Uhr er installieren soll, beziehungsweise ja, in wie viel Stunden. Und da sagt er mir an, dass das Update ungefähr 25 Minuten dauern wird und dass während des Update-Prozesses ich nicht das Auto fahren kann, nicht den Touchscreen benutzen kann und dass der Alarm des Autos eventuell nicht funktioniert für einen kurzen Zeitraum und das Auto in der Parkposition sich befunden muss. Ja, dann sagen wir ihm jetzt mal jetzt installieren. Install now. Und wenn man jetzt hier ein paar Mal tippt, yes, da sollte er sofort installieren statt in 2 Minuten. Und dann steht da Starting Update. Ja. Jetzt haben wir 23:15 Uhr. Mein Auto ist auf englische Sprache eingestellt momentan. Das habe ich so gemacht, weil ich ja hier in Norwegen lebe und Norwegisch lässt sich nicht einstellen. Es gibt zwar Schwedisch, das dem Norwegischen etwas ähnlich ist. Aber die meisten Norweger haben ihr Auto, ihren Tesla auch auf Englisch stehen. Und wegen dem Sentry Mode habe ich das hauptsächlich so eingestellt, dass, weil gerne auf dem Bildschirm, wenn dann erscheint, Sentry Mode activated und dieses Symbol, wenn das dann auf Deutsch steht, verstehen das eher weniger Norweger, als wenn es auf Englisch steht, weil die Norweger können alle perfekt Englisch, oder alle, die 99%, sage ich mal. Weil hier im norwegischen Fernsehen werden die Filme nicht synchronisiert, sondern laufen mit Untertiteln. Also das meiste ist auf Englisch, Originalsprache mit norwegischen Untertiteln. Das ist der Grund, warum ich mein Auto auf Englisch habe. Draußen sind es gemütliche, muckelige 13 Grad. Und ja, jetzt läuft scheinbar das Update. Und ja, dann lassen wir es einfach mal laufen. Es ist jetzt 23:16 Uhr. Dann schauen wir mal, wann es zu Ende ist. Dann melde ich mich gleich wieder. Ja, es ist jetzt 23:17 Uhr. Noch funktioniert der Touchscreen hier, wie ihr seht. Es stand ja in den Update-Notizen, dass eventuell der Touchscreen nicht funktioniert, nicht das Auto nicht fahren kann und so weiter und so fort. Also momentan kann ich den Touchscreen benutzen. Ja. Schauen wir mal. Es heißt weiter erwarten. 25 Minuten sollte es dauern. Also noch, ja, fast mehr als 20 Minuten noch. Und so sieht das Ganze dann in der Tesla-App aus, wenn ein Software-Update durchgeführt wird. Dann steht oben in der Mitte, Software-Update wird durchgeführt. Okay, jetzt war ein sehr lautes Klonggeräusch. Ich habe mich ganz schön erschreckt. Okay, jetzt gehen die Lichter an. Also hier tut sich was. Ordentlich. Spannend, spannend. Volle Beleuchtung jetzt vorne. Ist das sogar Fernlicht? Ich weiß es nicht. Und von der Batterie her kam so ein Klonggeräusch, wie jetzt das Licht wieder aus vorne. Ja, von der Batterie kam so ein Klonggeräusch, wie es auch manchmal beim Schnellladen am Supercharger kommt. Allerdings richtig laut. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir nur so laut vorkam, weil es hier jetzt gerade sehr ruhig ist, fast mitten in der Nacht und ja, kaum Umgebungsgeräusche. Aber das war ein ordentliches Klong, ja. Schade, dass ich das nicht aufgezeichnet habe. Jetzt haben wir 23:24 Uhr. Software-Update läuft weiterhin.
musste übrigens, ich habe ja auf den Touchscreen rumgedrückt, bin in die Einstellungen gegangen und so weiter. Und dann stand da immer noch. Ja, jetzt ging die Lüftung an oder so. Wieder aus. Dann stand da immer noch ein Software-Update verfügbar. Dann habe ich es nochmal gestartet quasi. Weil dieses Software-Update-Fenster hier, was in der Mitte auf dem Bildschirm war, ist weggegangen, nachdem ich ein bisschen auf dem Menü rumgetippt hatte. Also ist vielleicht besser, den Touchscreen nicht zu nutzen. Nicht, dass man das Auto zu sehr verwirrt. Ja, 23:25. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, 23:27. Das war jetzt ein ganz kurzes Aufblinken der Frontlichter nochmal zu sehen. Das war irgendwie fast unter eine Sekunde lang. Ist schon spannend, was das Auto so macht während einem Update. Ich frage mich, warum und ob das erforderlich ist oder naja, es ist halt so. Ich habe halt noch nie im Auto gesessen, als ich ein Update gemacht habe. Bisher habe ich auch erst zweimal, glaube ich, geupdatet. Oder einmal? Naja, egal. Jedenfalls saß ich da nicht im Auto, sondern nee, ich habe zweimal geupdatet und habe das dann von der App aus vom Sofa daheim gestartet. Und ja, als ich morgens ins Auto stieg, war das Update fertig und hat mir die neuesten Funktionen angezeigt. Was es dann jetzt wahrscheinlich auch demnächst machen wird, wenn es fertig ist. Ja, jetzt haben wir 23:28. Schauen wir mal, was für mysteriöse Dinge weiter passieren. Okay, ich weiß jetzt nicht, welche Turbine jetzt angegangen ist, aber ihr hört es wahrscheinlich. Dieses Geräusch kann ich mich nicht erinnern, jemals gehört zu haben. Zumindest nicht während der Wehrwagen stand. Während der Fahrt habe ich es wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Weiß nicht, ob das so wie die Batterie-Akkuvorwärmung ist. Ich weiß es nicht. Ja. Also er macht ordentlich Geräusche und gibt Lichtzeichen von sich während eines Updates. Zumindest bei mir jetzt. Ich habe schon ein Video vom YouTuber Schräg gesehen. Da hat er auch den Update-Prozess aufgenommen gehabt vor kurzem. Und da war dann auch so das eine oder andere Geräusch. Ob dann nun Licht an- und ausgehen, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So, jetzt fährt diese Turbine oder was auch immer wieder runter. Und scheinbar ist die Klimaanlage leicht an. Na, okay. Die Zeit 23:30 Uhr. Lasst uns mal sehen, wie es weitergeht. Wird leiser, auf jeden Fall. Also es summt aus anderer Richtung und Stelle. Jetzt hat es wieder aufgehört. Ja, spannend, spannend, spannend. Also es scheint echt alle möglichen Systemtests zu durchlaufen während eines Updates. Hätte ich nicht gedacht. 23:31 Uhr. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Hätte ich vielleicht nochmal nachschauen sollen, welche Softwareversion das ist, die ich drauf hatte. Ich glaube 24.4. Punkt 4? Ich weiß es nicht. Kann ich ja vielleicht in der App gerade mal nachschauen. Schauen wir doch mal. Ja genau, die Version 2019.24.4 war, da ist auf dem Model 3 hier drauf gewesen. Ja.
Es ist so bei Tesla, dass die Updates übrigens immer in Blöcken von VIN-Nummern herausgegeben werden und man das auch gar nicht so wirklich beeinflussen kann. Ich habe jetzt auch nicht den Anschein, dass es irgendwie Einfluss drauf nimmt, ob man nun in den Einstellungen Software-Update einstellt, dass man Standard oder erweitert, also eigentlich die Updates früher bekommen möchte. Weil ich hatte die Einstellung die ganze Zeit auf erweitert und es tat sich nichts und kam nichts. Und gestern oder vorgestern habe ich wieder auf Standard einfach gestellt. Dachte mir, testest du mal, weil alle schon von dieser neuen Softwareversion, die jetzt hier kommen soll, sprachen und in den sozialen Medien diese Version schon rumging. Und habe ich mal auf Standard zurückgestellt und ja. Jetzt nach eineinhalb Tagen, ein, zwei Tagen, kommt das Software-Bit. Da war wieder ein Klong. Der war ein bisschen leiser als der vorher, aber auch okay. Knack, knack. Oh. Da hat er mir gerade kurz auf dem Display die Lautstärkeanzeige angezeigt. Jetzt steht auch die Temperatur wieder oben. 13 Grad. Die war eben mit Strichen nur, also nicht angezeigt. Es scheint sich also was zu tun. Vielleicht nähern wir uns schon dem Ende. Wir haben 23.34 Uhr. Ich glaube, war es 23.15 Uhr, wo ich angefangen habe. Also ein bisschen Zeit hat er noch. Ja. Oben ist immer noch die Glocke, die Update-Glocke zu sehen. Hier oben die orangene Glocke, man draufklicken kann, um ins Update-Menü zu kommen und einzustellen, um wann es dann das Update, was vorhanden ist, einspielen soll. Ja, weiterhin Software-Update, Update in Progress. Let's wait and see. Da nun 23:36 Uhr, das Fenster Software Update in Progress ging weg. Mein Menü wurde angezeigt und jetzt ist der Bildschirm komplett schwarz. Nein, es ist kein Fehler von der Kamera. Der Bildschirm ist schwarz. Es ist düster, es ist dunkel. Ich denke mal, jetzt fährt sich alles neu hoch. Und dann sollte ich doch gleich das neue Update am Start haben und installiert sein. Ja, jetzt ist der Bildschirm noch schwarzer als schwarz geworden. Dunkel wie die Nacht, so wie es draußen ist. Ja. Wait, wait, wait. Noch tut sich nichts. Na komm. Komm, 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 komm. Ein bisschen Zeit hat er ja noch. Nein. Okay. Dann warten wir noch ein bisschen. So, 23.39 Uhr. Ich habe gerade die App auf meinem Handy geöffnet gehabt. Und da hat er mir die neue Softwareversion schon angezeigt. Yippie, jetzt geht das Laden auch weiter. Das hat er wohl unterbrochen, gestoppt für das Update. Wird sicherlich seinen Sinn und Zweck haben. Dann schauen wir jetzt hier mal bei Software. Ja, jetzt wollte ich schauen, was bei Software steht. Und da geht aber auch schon das Fenster auf, was neu in diesem Update ist. Und zwar kann man jetzt den Schlüssel einem Fahrprofil zuordnen.
Also ich schätze mal auch dem Handy. Ja, das geht auch mit dem Handy. Ja, ich versuche mal ins Deutsche zu übersetzen. Jetzt kannst du einen spezifizierten Schlüssel einem Fahrprofi zuordnen. Und so kann das Auto dann automatisch das richtige Fahrerprofil wählen, wenn es dir mit dem Schlüssel verbunden ist. Ja. Das heißt, man muss jetzt nicht immer, wenn man einsteigt, den Wagen oben auswählen. In meinem Fall Matze oder ein anderes Fahrprofil, sondern es stellt sich automatisch ein auf den jeweiligen Fahrer. Dann gibt es jetzt Schach. Interessiert mich nicht so brennend. Ich habe die Spiele mal kurz alle gestartet. Das Beach Buggy könnte ich mir vorstellen, vielleicht öfters zu spielen, aber vielleicht auch eher nicht, wegen dem Reifenverschleiß dadurch. Ich freue mich eher darauf, dass Elon Musk angekündigt hat, dass demnächst Netflix verfügbar sein soll, hier auf dem Schirm, weil dann kann man echt beim Laden am Supercharger sich eine Folge seiner Lieblingsserie reinziehen. Das wäre echt perfekt. Ja, beim Beach Buggy Racing 2 gibt es dann jetzt auch den Game Controller Support. Das heißt, man kann mit Game Controller, die man hier an den USB anschließt, spielen. Jups, da war das Fenster zugegangen. Jetzt bin ich irgendwo anders auf den Bildschirm gekommen. Dann gehen wir jetzt nochmal auf die Release Notes hier manuell. Dann sind wir wieder da. Dann Media Volume Improvements. Ja, um es leichter zu machen, zu reden, wenn man Personen einsteigen oder aussteigen lässt, wird die Musiklautstärke automatisch runtergeschraubt, wenn eine Tür geöffnet wird. Aha. Auch nicht schlecht. Ja, dann gibt es noch Dock Mode Improvements. Ja, wenn der Dock-Modus an ist, überschreibt er alle manuellen Klimaeinstellungen außer der Temperatur. Ja, und dann sind hier die Release Notes von vorherigen Softwareversionen. Ja, dann schaue ich da jetzt hier mal Software. Da ist er, mein blauer Blutziffer. 3000. 830 Kilometer schon gefahren. Wie lange habe ich das Auto? 2 Monate jetzt. Ja, wie ihr seht, hier habe ich Software Update auf Standard stehen. Das kann ich mir jetzt wieder auf Advanced stellen. Mal gucken, wann mein nächstes Update kommt. Meine Navigationsdaten sind übrigens EU 2019.20 -10482. Da hatte, glaube ich, der Kollege Schräg irgendwas gesagt, von wegen, dass er noch, also was heißt von wegen, er hat noch die 2018, hat er ja gezeigt, glaube ich, im Video, wenn ich mich recht erinnere. Und dass er noch keinen gesehen hat, der neuere Sachen hat oder sowas in der Art, hat er gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Also hier, lieber Schräg, ich habe 2019, also Navigationsdaten 2019, 2010482. Ist up to date. Ja. Yes, yes. Dann kann ich jetzt oben aufs schöne Tesla-Logo klicken. Und dann sehe ich hier, dass mir die Gimmicks angezeigt werden, dass mein Blutziffer jetzt die Softwareversion 2019.28.3.1 hat und dann noch ein bisschen Buchstabenzahl hat dahinter. Yes, yes. So läuft also oder kann ein Update im Tesla ablaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein normaler Ablauf war. Und so sehr habe ich mich damit noch nicht befasst. So lief es jetzt jedenfalls hier bei mir ab und meinem Blutziffer. Und jetzt kann ich ab in die Haia gehen und mich auf den morgigen Arbeitstag vorbereiten. Ich danke euch
fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder auch nur ein bisschen gefallen hat, drückt auf den Daumen nach oben. Ich bin noch neu am Start hier und ich brauche das. Abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal und drückt vielleicht sogar auf die Glocke, damit ihr neueste Benachrichtigungen bekommt, weil ich werde in den nächsten Wochen und Monaten, zumindest habe ich das vor, viele weitere Tesla-Videos posten hier aus Norwegen und vielleicht auch aus Deutschland. Mal so schauen, ob ich noch einen Trip nach Deutschland machen werde dieses Jahr. Wenn nicht, auf jeden Fall wird nächstes Jahr, denke ich mal, Deutschland wieder an der Reihe sein. Ja, und ja, also abonniert, liked und dann sehen wir uns und hören uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank und tschüss.